Dach, Leute, und dann sind wir zur siebten Etappe der Dumbelei-Rundfahrt. Und heute kann sich entscheiden, ob Nerz im gelben Trikot bleibt oder ob er rausfällt. So, wir sehen Jan Bartal. Natürlich heute, ja, siebter wird seinen Platz verlieren, so wie Jan Hürth. Und die haben einen richtig guten Tag. Wie der Kolibriana die ganze Zeit bei dem Hügeln. Genau wie Pramha. Also, wir werden erstmal mit der Bartha so lange Nerz schützen, die anderen bleiben einfach vorne. So. Das ist wohl die Überraschung der Überraschungen. Hört noch erster der Nachwuchswertung. Pramha. Und Bartha, wo Stefan Dini fehlt, da habe ich mal was vor. Wir wollen ja keine Nachführarbeiten machen, also... Attack. Attack, Attack, Attack. Nee, das ist der nicht. Da ist der Kolibriana. Der sich hier auch nach vorne fährt. Welche zwei greifen dann da an? Warenbagi, also hau ab. Natürlich will er die Bergpreispunkte kriegen, wie es aussieht. Dann greifst du gerne nochmal an. Chris Anker Sörensen ist hinten dran. Oh, wir bleiben cool. So, geh hinterher, die nicht so viel Zeit verlieren. Warenbagi, guter Abfahrer. Okay, außer bei der Tour de France, wo er Garen Thomason gerammt hat. So, wir bleiben jetzt am Hinterrad. So, mal sehen, was mit Nerz da hinten los ist oder was generell da hinten gerade los ist. Kim Kardashian zieht das Tempo an. Weil bestimmt irgendein guter, ja, sind nicht viel, die sind viele Minuten, nicht viele Minuten Abstand, so wie bei Stefanini viel, weil Warenbagi 21. mit 3 Minuten ist nicht viel. Und müssen die da hinten aufpassen im Feld, dass Lotto auch noch Führung oder mitführt, ist auch schon komisch. Unser Länder, na. Reusen. Guter Zeitfahrer. Oh, der Abstand, der bleibt. Wir arbeiten mal ein bisschen mit. Wir wollen uns ja kein Gezanke in der Ausreißergruppe da. Und guck einmal, was hier passiert. Stefan Dini, für der die Dumbelei-Rundfahrt schon mal die Bergpreispunkte gewonnen hat in Wirklichkeit. Wie viele kriegen wir denn für die Punkte beim ersten hier? 3, 10. Könnte man den ersten schon noch überholen? Dann müssen wir mal ein Tempo forcieren. Wer ist denn da? Okay. Der Manfred, der weiß auch, dass man angreifen sollte, um die Bergpreispunkte zu gewinnen. Der hat aber genau denselben Wert, deswegen habe ich Angst. Folgen wir einfach mal. Los, komm, Stefan Dini viel. Manfred, natürlich der bessere Sprinter, sehen wir von den Werten her. Sehr logisch, Game. Really? Fahr den Scheiß. Ja, natürlich. Und minus 5 Tagesform. Das war doch klar, mit den Ausreißern-Fahrern, da hat er es nicht. Da hat er immer einen schlechten Tag. Wir fahren wieder vorbei. Abstand ist aber auch schon riesig. Ja, diesmal lasse ich nicht ziehen. Nicht den da. Auf jeden Fall nicht den. Manfred, der kann gerne die Bergpreispunkte gewinnen. Um Stefan Dini viel. Komm, bleib dran. Klar, besserer Sprintwert und müsste eigentlich den Angriff gut folgen können. Macht er aber nicht. Nö, nö, kau ab hier, Warenbagi, du kommst nicht vorbei. Du hast dir das nicht verdient, Kollege. Oh, lass ihn einfach vorbeiziehen. Mach einfach. Ja, natürlich minus 5, auf jeden Fall minus 5. Fickt euch ins Knie. Sagt dazu nur. Wird hier einen Scheiß mehr machen. Wir müssen erstmal gucken hier. Ja, genau.
So, Dominik Nerz. Was für ein Abstand? Ja, natürlich, kann aber fair fair sein. Jetzt reicht es mir aber hinten. Wer zieht jetzt an? Warte. So geht es aber ohne. Ihr werdet da kenn ich hinterher gehen. Brahma. Brahma. Nerzschützen. Deine schon rüber zu trinken. Oh, wir müssen da hinten das Tempo jetzt forcieren natürlich. Die greifen natürlich an wieder um den nächsten Bergpresspunkte. Die sind mir jetzt froh, egal. Haben wir ja gesehen, bringt ja nichts. Wir probieren jetzt dran zu bleiben und zu stören. Jan Bartha, der hinten das Tempo forciert. Na klar, für Dominik. Man fahr doch die Lücken nicht zu. Bist du hier Lückenfüller? Muss die anderen die Lücken zuziehen. Oh, doof bist du. Hier, Schabalubat, oder wie du heißt. Nee, Daniel Schorn ist ja schon vorne. Okay, warte. Schabalubat. Schabalubat. Komm nach vorne. Schalaput heißt er natürlich. War Schalaput da, gefällt mir besser. Natürlich, jetzt sieht auch Richie Port. Mal sehen, was die da vorne machen. 7 Kilometer bis zum nächsten Berg. Mhm. Mit warmen Magie ist jetzt schon eine ganz schön riskante. Man fahr doch da nicht immer vorne rein. Ja, nee, jetzt lass ich einfach einquetschen lassen. Genau, läuft bei dir. Läuft bei dir, Kollege. Ah, da kann ich mehr. Ist mir gerade aufgefallen. Wer ist denn da vorne? Genau. Vergessen. Fahr rechts rein. Dankeschön. Ne, 55, komm. So, da vorne. Stefanini, viel fahr die Lücke wieder zu. Ja, jetzt kommt die Ebene. Haben wir da überhaupt noch einen Ebenenfahrer? Weil der Kolumbianer sollte hier nicht das Tempo forcieren. Hört auch nicht. Der Ebenenfahrer ist zurückgefallen. Und Nerz hat einen plus 1 Tagesform. Ich könnte Stefan Dini viel zurückziehen und er soll dann Tempo forcieren. So, dann lasse ich mich mal zurückfallen mit Stefan Denifel. Die Nefiel. So, der Kollege Chanel Chavanel bleibt einfach am Hinterrad. Oh, die Jungs sind gleich dran. So, gefällt mir das. So, gefällt mir das. So, am Hinterrad bleiben. Und dir mal ein bisschen was zu trinken holen, wenn du es kannst. Wenn du es schaffst, so, wir ziehen mal komplett durch. Mit 90. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt schnell rankommen. Halt doch die Schnauze, du blöd Mistvieh, ja, das tut mir leid. Kann ich überhaupt nicht ab, wenn das Vieh einfach rumquietscht. Oh, 3 Minuten. 3,5 Minuten. Die müssten wir zufahren. Dann kommt der nächste Anstieg. 2 Minuten 46. So, wir exen mal was. Genau so und dann eigentlich genau und dann so. So, gefällt mir das eher. Stefan Dini viel macht das gut, hat den ersten jetzt eingeholt. Nur 2 Minuten sind die anderen da vorne noch. Die lassen Stefan Deni viel einfach ziehen. So, hinten ist Schalaput. So, hier sind einige Fahrer, die nicht mehr können. Weil Stefan Deni viel zerstört.
und lockeres Tempo hochfahren. Wo Stefan Denifier lässt sie hier zurückfallen. Nimmt am besten noch Christopher Froome mit. Der fällt mir nicht, der wird mitgenommen. Nee. Ey, warum schiebst du mich weg, du Sack? Das sind noch viel zu lang. Das Rennen noch. Also wir haben jetzt... Och, kommt. Lass sie jetzt wieder fahren, okay. Jetzt reicht's mir. Attacke. Er wird doch bestimmt sowieso nicht beachtet, den Kollege. Ja, der Kollege. Oh, Denifil. Oh, er kommt nochmal zurück. Bramha. Noch gut platziert. 13. Gesamtwert und keiner geht hinterher. Okay. Mal sehen, wie schnell er da vorne rankommt. So, lassen wir uns da. Telensky macht die Lücke zu. Okay, gerne machen. So, Nibali und Schum. Tim Valens. Und vorne unser Kollege hier. 4 Minuten hat Warmbagi jetzt Vorsprung. Er kommt hier gar nicht weg. Ist schön. Jetzt sieht Chris Schum, ne? Auch gerade aufgefallen. Hört, komm, zieh noch mal richtig an. Und so, jetzt kannst du rausgehen. Jetzt hast du deine Aufgaben erfüllt. So, Bramhai haben wir denn noch als Unterstützung. Könnt nur zurückholen. Greift irgendjemand an? Natürlich. Der Russe. Alter, hau ab hier. Wer ist denn heute? TJ Vergaren. So, jetzt nochmal zurückfallen lassen. 55. Oh, Nerz hat Bramha. Das ist gut. Ja, guter Abfahrer. So, einfach geht's. Wird in der Kuppe hier. Kann er bleiben, wenn er will. Jetzt holt sich was zu trinken. Jetzt holt sich was zu trinken. Jetzt holt sich irgendwann mal was zum Trinken. Jetzt holt sich nichts zum Trinken. Jetzt will nichts trinken. Okay, so, jetzt haben wir es. So, wir sind gut dabei. Jetzt kommt wieder die Abfahrt, das ist gut, da kommt er wieder ran. Der Holländer. Aber er wird da nicht helfen, er wird mal einfach ein Nerz beschützen. Ja, hört. Zieh das Tempo einfach durch. Du Dödel. Du Dödel, du. So, TJ Garden ist davon. So, jetzt sind es 1,43. Sanka Sörensen und Warnmagi. Jetzt kann sich hier schön erholen. Überraschung ist Bramha. Aber gut durch die Attacke. So, da hinten. Carlos Alberto Bentancur, der gar nicht mehr bei Arche de Zer ist. Da wurde der Vertrag aufgelöst. Ja, war ja schon letztes Jahr schon Krieg zwischen denen, wo er die ganze Zeit in Kolumbien war. Keiner wusste ganz genau, wo er war. Manfred ist noch dabei. Manfred. Jetzt kann sich nochmal schön erholen. Bramha, der muss jetzt auch nochmal am Limit. Hoffentlich bleibt da dran. Irgendwie. Ja, schafft er bis jetzt noch. Ist gut. Haben wir noch eine gute Unterstützung. Bagi scheint auch nicht mehr zu können. Jetzt dürften wir natürlich... Wie viel hat der TJ Van Gaal? 48 Sekunden. 56 Sekunden. Eine Minute Christopher Froome. Da müssen wir probieren, dran zu bleiben. So, Bramha kann nicht mehr. Fahr deinen eigenen Rhythmus. Wird es in der Gruppe hier. Kann er mal bleiben, wenn er will. Nerz.
Nerz jetzt gegen, oder Nerz muss es jetzt gegen alle probieren. Nibali greift an. Es ist Nibali. Wir gehen unser Tempo. Die letzten 9,9 Kilometer, 9,8 Kilometer. Christopher Froome hat jetzt auch schon leicht Probleme dran zu bleiben an Nerz. DJ Vagan ist weg. Nerz ist gut in Form, wie scheint. So, gehen wir mal links vorbei. Energiegel. Jetzt müssen sie die Lücke schließen. Das zieht natürlich Kräfte. Die Bali immer wieder aus dem Sattel. Dominik Nerz, die Überraschung. Überhaupt hier. So, jetzt sind wir dran. Die Frage, kommen wir auch weg? Froome probiert immer wieder hinterher zu bleiben oder dran zu bleiben. Bramha, da kommt Manfred. Dann können wir eigentlich schon uns am Hinterrad hängen. Wenn er will. Wenn der Holländer will überhaupt. So, wir ziehen die Kurve gerade. Warmbuggy kann ich mehr. Aber ich weiß, wenn ich rausnehme, dann greift Christopher Froome an. Wir gehen einfach mal unser Tempo. Es sind auch nur noch 5 Kilometer. DJ Vergaderen ist schon lange weg. Tim Valens, Vergaderen, Alexander Gines, Hele van Endern. So, wir gehen wieder nach vorne. Achso, Froome kann nicht mehr. Wir sind jetzt alleine. Der Russe kann auch nicht mehr. Dominik Nerz zieht weg. Dominik Nerz zu stark für heute. Für alle. Jan Hürth, der bleibt am Hinterrad. Da kann der Kolumbianer sein eigenes Tempo gehen. Und Dominik Nerz, eine Minute jetzt gerade Vorsprung. Froome sagt sich, warum sollte ich für Nibali ziehen? Bramha, Hele verändert. Und Nerz geht einfach ab. So, wir gehen auf 60, nicht, dass er sich jetzt tot fährt. Der Sieg, der nächste Sieg für Dominik Nerz. Der, ja, Überraschungsfahrer hier. Moment, jetzt haue ich schon wieder in das Mikro. Oh, der Kolibianer kommt da ganz schön ran. Nerz gewinnt die Etappe. Das knapp. Ja, 4 Minuten vor Baggi und ja, den Rest sehen wir ja. 2 Minuten vom Russen. So, da können wir uns freuen. Da ist der nächste Sieg. Und besser kann es nicht laufen hier bei der Dombeleirundfahrt. Besser als bei der Tour de Romandie, wo wir da in den Bergen abgehangen wurden. Und hier dominieren wir den Berg. Nibali jetzt nochmal vorbei am Froome. Dann kommt Warnmagie, Sörensen, TJ Vergaderen, Tim Valens, Dan Gines. Wird da braucht noch ein bisschen. Gesing auch fertig. Aber Bramha, der wird unter den Top 11 kommen, wie es scheint. So, 8. Oh, was heißt der Top 20. Neu, er wird 11. Top 11. Er wird 11. besser gesagt. Oder kommt Hinau noch ran? Können uns natürlich jetzt noch vorschmieren. Nee, komm, wir schaffen 11. für den Holländer. Und da kommt der Kolibrianer einfach mal von hinten rangeschossen. Und wir gehen einfach mal weiter, das Tempo. Gut. So, jetzt mal gucken. Laurens ten Dam kann noch mitgehen. Oh, Alter, hat der noch am Ende Kraft gehabt, der Kolibrianer. Richtig gutes Ergebnis. Er wird unter den Top da vorne. Top 25, so wie Hürth. Also gute Ergebnisse für die anderen Fahrer. Stefan Dini 4, der ist schon lange tot. Mir hat nicht gefunden, wenn Daniel Schrond jetzt nochmal Tempo gehen könnte. Nehmen wir mal 80 und dann sehen wir mal, wie schnell er den Berg hochfahren kann als Sprinter. Plus 5 Tagesformen, 66 geht schon. Oder nochmal einen Sprint ziehen. Woff, schon drinne. Bartha ist auch drinne. Muss natürlich dann auch nochmal Tempo ziehen. Nerz, Alter, Nerz ist abgegangen. Oder sind die ganzen Fahrer? Nee, noch nicht. Noch einige unterwegs. Im Standard.
der eigentlich eine bessere Bergwertung verdient hätte, weil er sehr oft Berge hochfährt für die anderen. So, da sehen wir Dominik Nerz als Sieger, Wiederholung der Sieger, das wird doch nichts. Doch, diesmal schon, Dominik 1,44. Jo, was haben wir in den Taschen? Wir dürfen nicht vergessen, die Bali hatte knapp eine Minute, so wie Froome. Ja, TJ Vergaren ist weg. Jetzt 3,43. Scherzki 3,35 und Froome geht's um den zweiten Platz. Und Brahma ist immer noch neunter. Top 10, sicher. Super. Schade, dass er nicht die Jugendwertung übernehmen konnte. Aber er musste ja dann am Ende noch viel helfen. Für unseren Dominik Nerz. Scherzki. Jetzt auch noch die Punktewertung. Die Bergpreispunkte müsste er nehmen. Warmbagi 62 vor Anker Sörensen. Mit 56, 47 hat Scherzki. Jo, oh mein Gott, ey, ist das eine Etappe gewesen. Valens, 48 Sekunden und dann Bramha. 3 Minuten Hürt, verliert noch ganz viel Zeit. Bora Argon 18, immer noch erster der Teamwertung. Nerz ist der neue Führende. Nein, das war auch schon vorher. Aber wie viel Zeit die verloren haben. Aber hier, unser Kolumbianer, Schaller, Put, der am Ende noch richtig Tempo gegangen ist, weil er sich erholt hat. Aber Hürt immer noch 20. Ja, gute Ergebnisse eigentlich. Für Leute, die nicht so stark sind am Berg. Wir sehen ja hier Höhe 62. Hinauf Anker Sörensen. Also morgen die Etappe. Ein Hochgebirge. Kommt eine, sieht gefährlich aus, die Abfahrt. Kommt nochmal ein Anstieg. Der aber nicht so steil aussieht. 114 Kilometer sind es bloß. Mal ein bisschen, jetzt kann ich das mal eigentlich alles hier löschen. Gehen wir mal den Tag weiter so. Dann kommt hier rund um Köln. Mal sehen, wir das Ding gewinnt hier von uns. Matthias Pardel. Okay. Wenn wir den dafür eingesetzt haben, muss es einen Sinn gehabt haben. Nee, Paul Voss. Richtig gutes Ergebnis. 4. Platz hätte ich nicht gedacht. Markus Burkhardt. Weil Kopfsteinpflaster drin war. De Backer und Oscar Gatto. Das kann er, ja. Wenn es ein bisschen hügelig ist und noch Kopfsteinpflaster sind, dann kann er das. Gehen wir mal weiter. Das ist schon krass, ey. Wenn wir jetzt mit einer Erzie Dummelei-Rundenfahrt gewinnen. Boah, ich würde abgehen. Da verabschiede ich mich. Ich würde sagen, hau rein, bis dann und ciao. Wir sehen uns zur letzten Etappe der Dummelei-Rundfahrt.